Heute stelle ich einen der bedeutendsten Dichter der Nachkriegszeit vor. Sein Name, Heinrich Böll. Heinrich wurde am 21. Dezember 1917 als achtes Kind und dritter Sohn eines Handwerkers namens Viktor Böll und seiner zweiten Frau Maria geboren. Sein Vater war im Besitz einer eigenen Werkstatt. Böll besuchte von 1924 bis 1928 die katholische Volkshausschule. Sein Abitur absolvierte er schließlich am Kaiser-Wilhelm-Gymnasium in Köln. Durch die Weltwirtschaftskrise waren die Menschen von Armut und Arbeitslosigkeit geplagt. Außerdem ging der väterliche Betrieb pleite. Die Familie ist gegen den Nationalsozialismus und rechnet bereits bei der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler mit Krieg. Noch vor dem Krieg 1936 beginnt Böll das erste Mal zu schreiben. Nach einer abgebrochenen Lehre in einer Buchhandlung beginnt er 1939 mit einem Studium in einer Kölner Universität, welches er frühzeitig abbrechen muss, da er von der Wehrmacht eingezogen wird. Im Krieg agiert Böll als Dolmetscher und Soldat an verschiedenen Fronten. Er wird insgesamt viermal verwundet und ist auch noch nach dem Krieg zeitweilig abhängig von Bervitin, Methamphetamin. Während eines Kriegsurlaubs heiratete Annemarie Tschech, mit der er später vier Kinder bekam. Im Krieg schrieb Böll seine Familie und Frau jeden Tag Briefe. Als seine Mutter 1944 infolge eines Herzinfarktes stirbt, täuscht Heinrich Krankheiten vor und fälscht Urlaubsscheine, um dem Krieg zu entfliehen und studieren zu können. Nach dem Krieg schrieb er sich 1946 erneut in der Universität ein, um Lebensmittelmarken zu erhalten. Außerdem führte er diverse Nebenjobs aus. Seine Frau arbeitete als Lehrerin und Dolmetscherin und sicherte damit das Einkommen in der Familie. 1947 verlässt er die Universität, um sich auf seine Literatur zu fokussieren. Böll hatte seine literarische Anfänge 1945 bis 50. Er schrieb Texte über die Erfahrung des Krieges und gesellschaftliche Fehlentwicklungen der Nachkriegszeit in Deutschland. Bölls erste Kurzgeschichten erschienen 1947 in Zeitschriften. Sie werden als Nachkriegsliteratur bzw. als Kriegs-, Trümmer- und Heimkehrerliteratur bezeichnet. 1950 erschienen einige seiner besten Kurzgeschichten als Sammelband, Wanderer, kommst du nach Spa, heraus. Ab 1951 konnte er mit seinen Werken größere Resonanz erreichen.